Ja, in der Porträt Retuschen gibt es mehrere Porträtprogramme. In diesem Video stelle ich das Porträt AI 2021 von One 1 vor. Das ist, wie gesagt, Porträt AI, also künstliche Intelligenz von One 1. One 1. 2021 und Version 15.09.95 Fach 1. Ja, hier dann schlussendlich einige Beschreibungen zum Programm selber. Ja, ich habe dann schlussendlich hier die Möglichkeit zwischen Stapelverarbeitung zu wählen. Oder hier einzelne Fotos. Es gibt hier auch ein internes Foto, wo man einige Effekte ausprobieren kann, damit man nicht das eigene Bild nehmen muss. Das dauert immer einen Augenblick, ja, bis hier alle Stile geladen sind. Ich gehe hier aber durch ja, nochmal zurück, weil ich den Namen verwenden möchte. Ich schaue jetzt, muss das gehen? Nein, jetzt nicht. Aber gut, ist egal, dann laden wir hier nicht so ändern, sondern in dem Fall stellen wir noch einmal aus und starten noch mal neu. Ja, das ist noch wieder noch der Vorschau, der Vorführeffekt. Ich will jetzt nicht dran lernen. Ja, jetzt okay. Okay, dann starten wir das Programm noch einmal. Ja. Ja, wie gesagt, Portrait AI 2021, ja, hier kann man dann sein eigenes Bild öffnen. Und ich nehme mir hier dafür gerne hier das Stück Foto von Prinz Mason. Ja, und das. Ich kann dann hier meine Stile wählen zwischen Frau, Mann und Kind. Ja, das Programm sucht dann bereits eigenständig Gesichter, in dem Fall eben für eine Frau. Und das ist eben bei dieser KI-Variante, also künstlichen Intelligenz, dass eigentlich nahezu alles vom Programm selber gemacht wird, vor allem KI-Programm natürlich. Ich klicke mir dieses Bild nur noch an, um zu sehen, welche Möglichkeiten ich hier hätte. Und also hier zeigt es mir die Stile an, die
Zur Verfügung stehen, ich kann dann auch gerne kostenpflichtige oder kostenfreie Stilmittel an. Hier kann ich das Ganze dann schlussendlich bearbeiten. Ja, es sind hier bereits einige Stile gewählt worden. Wenn ich das anklicke, ich dann hier weitere Einstellungen vornehmen, sodass sie für dieses Gesicht passen. Ich habe dann auch hier weitere Bearbeitungsmöglichkeiten, kann hier Einstellungen vornehmen. Kann hier mit der Foto das Programm drehen, gegen oder mit dem Uhrzeigersinn. Ich habe hier die künstliche Intelligenz-Einstellungen zurücksetzen, Einstellungen kopieren, auf ähnliche Bilder umbenennen. Ja, dann hier die klassischen Profile, in welchem Modus das ich es gerne hätte. Das simulieren Sie Papier mit Tinte, kennt man aus Photoshop und Lightroom. Ja, hier sehe ich dann, dass es eine RAW-Datei ist oder mit 16 Bit. Ja, sicher ein kostenloses Stockbild, das ich hier bearbeite. Ja, hier unter Hilfe gibt es dann noch diese Medienleitung und so weiter. Gut, ich sage hier nun, ich möchte gerne diesen Stil haben. Dann möchte ich hier noch einige Einstellungen auf dieses Porträt vornehmen. Ja, hier wäre es ganz nach oben geschaut, bis 100%, aber ganz rein möchte ich es natürlich nicht. Ich möchte es dann doch vielleicht hier das Modell zu einer Schokoladenbraun-Torte teilt. Jetzt kann ich reden auch schon, auch nicht mehr. Also einen Schokoladenbraun-Ton erhält. Ja, ich kann das Porträt natürlich auch ein schlankeres Gesicht verpassen. Ja, und hier weiter ich dann schlussendlich hinaufgehen, so schlanker wird es. In dem Fall würde ich es gerne also mit 42%. Dann hier auch die Augen vergrößern und verkleinern. Da hätte ich gerne diesen 19 zu 13. Bei der Größe des linken und rechten Auges. Ja, ich kann dann hier beim Auge Auffälligen vornehmen. Je nachdem, je weiter ich hinaufgehe, umso stärker wird das Ganze aufgelöst. Nämlich hier so 25%. Das ist halt immer dann schlussendlich auch Geschmackssache. Ich kann auch die Details raufschrauben. Hier reichen wir 26. Dunkle Ringe entfernen bei den Augen. Obenbrauen verbessern. Auch da kann ich es ganz übertreiben. Ich möchte es hier aber bei 31 belassen. Auch hier die Augenbrauen. Weiter wir 27%.
Ja, wenn es heute auch gehen würde, könnte ich diese Klammern auf das hier einlesen. Und dann der Mund könnte hier die Zähne auffüllen. Das wird hier allerdings nichts bringen, weil der Mund ja geschlossen ist und man die Zähne nicht sieht. Allerdings kann ich die Lippenbrillanz erhöhen. Die Helligkeit. Kurze Lippenfarbe möchte das gerne so mit diesen Werten haben. Ja, dann kann ich das Ganze auch noch schärfen. Die Hautretusche ist dann auch automatisch anwendet. Ich sage nicht mehr, allzu viel Makel gibt es bei der Gesichtung nicht. Ich sage hier gerne so 56% mit Frequenztrennungen. Und dann auch hier Schönheitsfehler, Detail, richtige Wertung. Habe hier dann auch die Möglichkeit, dass es so einen Schein gibt, also dieser Glanz hier, den man sieht. Die Helligkeit des Gesichtes. Ich sehe jetzt doch noch etwas vor, so ungefähr. Ja. Ich könnte hier auch den Farbraum noch ändern. Das brauche ich hier eigentlich nicht. Ja, schärfen, das habe ich jetzt alles gemacht. Und sei dann fertig. Und das Bild wird mit meinen Einstellungen gerendert. Und es dauert dann einen Augenblick, weil es sind doch teilweise 27 Megabyte bei einer kleineren Auflösung. Würde natürlich auch weniger erreichen. Ja, was ich vielleicht davor noch vergessen habe zu sagen, man kann RAW-Bilder hier importieren und JPEG-Bilder, TIFF-Bilder, PNGs. Also das hängt dann schlussendlich immer auch von der Qualität des Bildes ab. Wie gesagt, diese Stelle kann man sich zapfenweise gratis und oder kostenpflichtig runterladen und hier importieren. Das ist dann immer die Frage, reicht diese aus oder möchte man doch noch andere Effekte dazu haben? Das, ja, ist eher ein Geschmackssache. Ja, wie gesagt, die Stile sind immer hier. Und die Bearbeitungsmöglichkeiten hier auf der rechten Seite werden hier durch die Navigation, Histogramm-Informationen und der Verlauf angezeigt. Auch das immer wieder, die man sich aufs Bild Informationen beziehen kann, also wie gesagt, schön Stockbild, das mit einer Canon 5D Mark III aufgenommen wurde, Objektiv 200 mm mit F2, RAW-File, also eine RAW-Datei. Der Dateiname war Prinz Mason.
Yes. Wir haben Messungen, die gerissen werden sie angezeigt. Fotografer, der Tom, der das Kursschild zur Verfügung gestellt hat. Ja, wir sind immer noch beim Rendern bei knapp 50%. Und es geht nun in die gerade. Inzwischen kann ich einen Kaffee trinken. Ja, ich kann nun das Bild hier speichern als Steckbild-Datei oder Photoshop-Datei, TIFF-Datei oder PNG-Datei. Das mache ich hier jetzt nicht, weil ich schon zweimal in unterschiedlichen Varianten abgespeichert habe. Ich sage darum, hier abbrechen. Ja, ich habe dann zusätzlich auch die Möglichkeit, die Schärfenmaske anzuzeigen. Und irgendwie auch alles solche. Ist hier nicht anzeigt, deswegen will ich noch schon. Ja, ich könnte das Ganze, wie gesagt, gerne den Stil importieren oder exportieren und noch weitere Stile holen aus dem Internet und ja. Ich war sogar der Meinung, ich kann das Ganze direkt in Photoshop übernehmen. Ja, hier kann ich die Profile ändern. Okay, das scheint hier doch nicht zu gehen. Ja, auf die Vorher-Nachher-Ansicht hier kann ich mir einstellen. So was vorher, so was nachher. Ja, das war mein Video zur Porträtbearbeitung mit Portrait 2021. Danke fürs Zusehen und bis zu einem meiner nächsten Videos.